Ja, hallo Freunde der Spiegelton, willkommen bei Total War Troy, Total War Saga Spiel. Das zweite, was Creative Assembly rausgebracht hat, jetzt das erste, wissen wir noch, war Britannia, was ja ein wenig negativ eingeschlagen ist. Es war ein bisschen eintönig und es hat ganz gute Ideen, war aber an manchen Stellen nicht zu Ende gedacht. Und jetzt will das Total War Saga Spiel Troy alles ein wenig besser machen und ist am ersten Tag sogar komplett kostenlos. Wer am 13. übrigens im Epic Store dann ist, kann innerhalb der ersten 24 Stunden vom Release das Spiel auch umsonst bekommen. Das bezahlt alles Epic. Das ist natürlich wieder so eine Marketinggeschichte, um den Store voranzutreiben. Macht aber nichts. Ich spiele jetzt auch gerade über den Epic Launcher, alles in Ordnung. Und da der Epic Launcher jetzt auch bald Mods mit reinbringt, hat er eigentlich dieselben Sachen wie Steam. Aber es ist keine Epic-Werbung hier, sondern wir wollen eine Kampagne starten. Wir sind in der griechischen Mythologie. Die Geschichte des Trojanischen Krieg, der eigentlich bis heute noch ein bisschen umstritten ist, ob das überhaupt jemals passiert ist. Also die schöne Helena wird entführt und also aus Sparta. Und plötzlich hast du diese zwei Fraktionen, die sich gegenseitig bekämpfen und Troja einnehmen. Deshalb, ne, Troy. Es gibt die guten alten Helden, es gibt Achilles, es gibt Herakles, glaube ich, heißt er. Aber wir können einfach reingehen, wenn wir in die Kampagne, dann sehen wir nämlich die unterschiedlichen Helden der beiden Seiten, der Danaer, das ist halt Achilles, der Agamemnon-König, Odysseus und Menelaos. Und auf Seiten der Trojaner haben wir vier große legendäre Helden, Hektor war es, Hektor, Paris, Aeneas und Sarpedon. Und dadurch, dass man, also wenn man jetzt, sage ich mal, den Account von Total War Access, das ist so eine Informationsgeschichte von Creative Assembly, verbindet mit seinem Epic-Account, kriegt man auch die Amazonen kostenlos dazu. Zurzeit noch nicht, das kann ich auch noch nicht spielen, die werden zum Release dann nachgereicht. Wir werden auf den, nehmen wir die Trojaner oder machen wir eine Seite mit Sparta. Wo ich dran denke, ich habe früher bei Total War Warhammer 2 nicht Warhammer 2, bei Total War Rome 2 weiß ich noch, da ich eine Sparta-Kampagne gestartet hatte. Und an sich ist es ja ein wieder nach Hause kommen. Deshalb lass uns doch einfach mit Menelaos spielen, den König von Sparta. Auch wenn seine beste Zeit auf dem Schlachtfeld bereits vorbei ist, als der Trojanische Krieg seinen Höhepunkt erreicht, schließt sich Menelaos dem Bündnis seines Bruders an und ist entschlossen, Helena nach Sparta zurückzuführen. Though wronged, I stand unbowed. Wie in allen Total War Saga Spielen haben wir keine globale Karte, sondern haben eine, ja, in dem Fall in der griechischen Region Karte, die trotzdem so das eine oder andere bietet, unterschiedliche Ressourcen und die Fraktionen bzw. die Helden mit ihren Fraktionen haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ne? Defensive und militärische Bündnisse erlauben euch Zugriff auf Einheiten aus ihren Reihen. Ruf zu den Waffen. Das ist eine spezielle Fähigkeit der Fraktion. Die über einen Ruf zu den Waffen gewonnenen Einheiten können unabhängig davon, wo eure Armee ist, rekrutiert werden. Das Rekrutieren von Einheiten über Ruf zu den Waffen braucht mehr Runden als gewöhnlich. Und spartanische Kolonien ist die andere Fähigkeit von Sparta. Kolonisiert sofort eine niedergebrannte Siedlung in eurer Sichtweite, ohne eine Armee zu entsenden. Siedlungen zu kolonisieren kostet Ressourcen. Die Kolonisierung von weit entfernt niedergebrannten Siedlungen ist teurer. Manche Fraktionen können übrigens unterschiedliche Helden nicht rekrutieren. Jetzt haben wir hier zum Beispiel den Helden als Plänkler, Bogenschütze. Das ist wohl nicht sehr spartanisch und deshalb ist dieser gestrichen für die Fraktion. Wenn wir Verteidiger, Kämpfer und Kriegsherren rekrutieren können als Helden. Damit sind nicht Agenten gemeint. Bevor jetzt hier so ein Missverständnis kommt, es handelt sich hier um die Helden, also die Generäle der Armeen. Sohn des Atreus und der Arope. Plus der Motivation, neu rekrutierte Helden, plus viel Einfluss in diese Region. Das ist seine spezielle Fähigkeit. Und hier unten sehen wir übrigens, was ist, weshalb wir König von Sparta sind. Plus 15 diplomatische Beziehungen mit Achäern, aber ganz viele Minusgeschichten mit den ganzen Leuten von Troja natürlich. Und das Siedlung zu kolonisieren kostet Einheiten, keine Soldaten. Beziehungsweise es kostet generell keine Soldaten. Das kennen wir von den anderen Total War Spielen, dass dann die Armee so gesehen die Bürger vor Ort lässt. Wir gehen direkt auf legendärer Schwierigkeitsgrad und holen Helena zurück. Und jetzt gibt es erstmal eine Intro-Sequenz.
sind wir lediglich Spielzeuge der Götter? Oder sind sie ein Vorwand, um unsere eigene Torheit zu rechtfertigen? He's taken her! He's taken my wife! You've risked the safety of Troy. Troy is my home now. You have my oath, brother. She will be returned to you. Brother, I can fight. Go, seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. Helenas Flucht ist eine tiefe Wunde im archäischen Stolz. König Menelaos wird seine Rache bekommen. Und sein Bruder seinen Krieg mit Troja. Genau wie die Götter es wollten. In your face. Jetzt gleich nicht erschrecken, ich finde es unglaublich farbenkräftig, dieses Total War. Wahrscheinlich, weil sie bei Britannia damals gesagt bekommen haben, diese Karte, die Weltkarte, sieht so trist aus. Und so farblos. Hört her, speergewandter Menelaos. Der schamlose Prinz Paris von Troja hat eure Frau entführt. Paris of Troy must pay! Euer Bruder Agamemnon wird eure Sache mit Mykene und all seinem Gold unterstützen. Troy thinks to slight me, but they will pay the price. Doch nicht nur eure Rache an Troja verlangt eure Aufmerksamkeit. Gewaltsame Aufstände haben die Region Aethys verwüstet, in der ein Prätendent die Macht an sich reißen will. Südlich von Aethys kontrolliert das mächtige Tiryns die Insel Kythira und blockiert so euren Zugang zu den unvorstellbaren Schätzen von Kreta. Festigt eure Macht in der Heimat. Bringt Helenas Verehrer dazu, den Eid von Tyndareos zu wahren. Und zieht gegen das perfide trojanische Prinzlein in den Krieg. Krieg! Wundervoll. Das kennen wir alles schon. Adlige spartanische Prätendenten besiegen. Und das ist die Karte. Auch wieder mit ganz viel Komfortfunktionen, Gesinnungen etc. zu sehen, der Umgebung. Sehen zum Beispiel, dass eigentlich unsere Beziehung zu den Nachbarn überwiegend positiv ist. Ja, der König von Sparta. Können Wachstum, Einfluss sehen und auch jetzt bei Troy ganz anders. Wir haben Ressourcen, nicht nur Nahrung, sondern es gibt keinen Handel in dem Sinne, außer von halt den richtigen Ressourcen, die wir alle brauchen, auch um Gebäude zu bauen. Also wir brauchen für gewisse Gebäude Stein, wir brauchen für Armeen Bronze, für Gold, Gold brauchen wir meistens für gewisse Agenten oder für auch für spezielle Einheiten, aber auch für Tempel zum Beispiel wird Gold gebraucht. Hier sehen wir unsere Ziele. Und es gibt auch ein Total War-Siegel, wo es heißt, ne, besetzt, plündert oder brennt 100 Siedlungen nieder, besiegt eure erste antagonistische Fraktion, kontrolliert folgende 3 Siedlungen und es gibt halt, sag ich mal, einen kleinen Sieg, der eigentlich für die Kampagne gilt, ne? Die königlichen Erlasse sind sowas wie unsere Forschung. Die Grundforschung geben uns in einer gewissen Ressource einen gewissen Grundwert, den wir dann, der eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Wir sehen zum Beispiel, Stein ist so ein Problem bei uns. Oder wir können eine Schatzhalle bauen, um 20 Gold zu bekommen. Gold ist übrigens sehr selten auf der Karte. Und Goldminen können auch erschöpfen in Siedlungen, weil sie irgendwann ausgeschöpft sind. Jedenfalls sagt das der Informationsheini. Menelaus of Sparta, I will not give up. Rekrutierung kostet Nahrungsmittel und Einheiten zu behalten, kostet halt Nahrung. Wir haben aber den Vorteil jetzt, es gibt keine
Jahreszeiten, also du bist nicht so im Arsch, wenn mal Winter ist oder sonst irgendwas, sondern wir haben immer dieselben Einnahmen, dementsprechend was für Gebäude wir bauen in den Regionen. Es gibt auch wieder die Erlasse, wenn wir eine gesamte Provinz halten. Jetzt können wir natürlich hier auch direkt Aethys kolonisieren. Da wissen wir, das kostet uns einfach nur Ressourcen, die wir ausgeben können. Ja, und jetzt müssen wir noch ein bisschen Holz haben, um das zu rekrutieren bzw. aufzubauen. Keine Sorge, ich werde die töten, aber Kampf ist so ein bisschen... Naja. Hier oben ist übrigens unsere Spezialfähigkeit, Ruf zu den Waffen. Und auch neu jetzt in Total War Treu, es gibt Gewichtsklassen der Einheiten. Eine Gewichtsklasse sagt viel darüber aus, ob sich eine Einheit, schnell und wendig ist, ob ihre Ausdauer lange hält, ne? Umso heftiger die Rüstung ist, umso schneller geht die Ausdauer zu Ende. Und ob sich eine Einheit gut verstecken kann. Also eine leichte Einheit kann sich halt schon im seichten Gras verstecken, während sich schwere Einheiten halt nicht so leicht verstecken können. Und eine weitere neue Geschichte gibt es übrigens, es gibt Waffenwechsel jetzt. Also man kann bei den Speerträgern, ich glaube es waren die Speerträger auch schon, man kann ihnen befehlen, das Schild wegzunehmen und die Speere in beiden Händen zu halten, wodurch sie halt mehr Schaden machen, aber halt die Abwehr mit dem Schild verlieren. Gegen Fernkampfbeschuss. Hört sich alles erstmal ganz gut an, ne? Also ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Consider it done. Naja, ihr seid keine guten Kämpfer, aber ihr seid leicht und flink. Diplomatie ist nicht ganz Three Kingdoms übernommen worden, also mein Gefühl. Es gibt zwar die Stellenabkommen, die wurden so ein bisschen überarbeitet, dass du halt genau sehen kannst, wer dafür da ist. Also es sieht ein bisschen übersichtlicher jetzt aus, meines Erachtens. Also ich habe Three Kingdoms jetzt auch schon vom... der Zeit, also seit längerem nicht mehr angehabt. Aber können halt sofort sehen, wer würde mit uns zum Beispiel ein militärisches Bündnis eingehen. Das wäre zum Beispiel Pylos. Da haben wir nämlich schon nicht Angriffspakt. We have much to discuss. Können ein wenig einmaligen Tausch angehen. Können hier auch schön manuell reintippen. Und machen das Ganze dann auf 0,0. Was fehlt, ist automatisch die Geschichte ausgleichen. Ja. Gibt nicht. So, gucken wir nochmal. Konföderation gibt's auch. Will nur keiner. Und Knossos würde mit uns in eine militärische Allianz gehen. Das möchte ich aber gar nicht. Und ihr seid in einem Schutzbündnis mit mir. Im Krieg bin ich zurzeit ja gegen die Adligen, das ist ja unsere Tutorial-Geschichte, und im Norden gegen die Tyrens. Euer neuer Verbündeter hilft euch, selbst wenn noch keine Schlacht ansteht. Ihr könnt nun Krieger aus seinen Reihen rekrutieren. Da sehen wir übrigens, dass wir neue Rekruten haben. Es gibt nämlich gewisse Regionen, wo es noch dazu kommt. Jetzt versuche ich mal gerade, wo du spezielle Einheiten rekrutieren kannst. Klar, es kommen viele Einheiten auch von Gebäuden, aber es gibt zum Beispiel wie hier, in dieser Region können Riesen rekrutiert werden. Wird aber ein Gebäude für benötigt. Das sind dann besonders starke Kämpfer. Was haben wir hier? Da sind auch einzigartige Gebäude. Hier unten sehen wir übrigens die Materialien, die hier eigentlich erwirtschaftet werden jede Runde. Ich weiß jetzt gerade warum da gar nichts steht. Anscheinend macht Sparta gar nichts. Ja. Gebäudevielfalt ist relativ. Es gibt halt für die unterschiedlichen Götter Tempel, wodurch wir die Gunst verbessern können, und die Priester. Ansonsten viel dasselbe, was man sonst so kennt von anderen Total War-Geschichten. Bei Ruf zu den Waffen kann man übrigens schon sehen, vorher, wenn wir eine Fraktion in Bündnis bekommen, welche Einheiten wir bekommen würden, dadurch.
zum Beispiel Arcadia, die haben Zentaurenspeer. So, was als nächstes? Göttlicher Wille, können wir mal kurz drauf eingehen. Sind die unterschiedlichen Götter, wo wir uns Boni abholen können. Wir können die durch Tempel immer weiter zufriedenstellen, durch Priester, die wir halt unterhalten. Können aber auch mal auf die Schnelle eine Hekatombe, glaube ich, wird es ausgesprochen, oder Hekatombe, um die Gunst zu steigern. Unser Respektiert bekommen wir nämlich einen Bonus zum Beispiel hier auf diplomatische Beziehungen. Und für das Gebet bekommen wir nochmal eine spezielle Geschichte von dem, also kurzzeitig, von dem Gott, wenn wir die Gunst haben. Da sind halt Schlachtvorteile und so weiter und so fort. Später können wir auch mit Hilfe von Priesterinnen gewisse Schlachtvorteile erwirken. Ja, so viel dazu. Fraktionsboni ein- oder ausklappen. Also es ist nie riesig hier. Bin gerade ein bisschen verwundert, dass die sowas drin haben. So, wir haben jetzt aber ein bisschen mehr durch das Abkommen. Kapital, deshalb würde ich jetzt einmal die lakonischen Axtkämpfer noch mit reinziehen. Und habe dann meine erste Runde eigentlich beendet. Hier unten sind auch die üblichen Sachen, Ereignisse, ja, unsere Helden und Agenten, die Provinzen, wo wir uns schon ein bisschen was anzeigen lassen können. Welche Provinz sich zum Beispiel von Ressourcenproduktion lohnt. Den zum Beispiel Elis hat Gold. Könnte dementsprechend ganz interessant sein für uns. Die bekannten Fraktionen und wie wir zu denen stehen mit den Gesinnungen. Und hier hinten sind unsere Missionen, halt epische Missionen und die Normalmissionen, die wir immer so zwischendurch bekommen. Und für alles bekommt man halt Ressourcen oder gewisse Boni zugesprochen. Es gibt auch Ereignisse, die geschehen können. Und hier unten ist übrigens noch Benachrichtigungsfenster für, pass auf, du kannst zum Beispiel irgendwo noch was bauen. Altar des Dike. Würde Zeus uns mehr Zuspruch geben. Ressourcen können wir übrigens unterschiedlich ausschlachten. Hütte des Steinmetzes ist zwar günstig und schnell gemacht und produziert sehr viel. Dafür drückt das halt den Wachstum der Region. Gibt natürlich auch hier Möglichkeiten, die auf einer höheren Stufe dann mehr einbringen. Aber wenn du, sag ich mal, schnell die Ressourcen ausschlachten willst, ist natürlich so eine Hütte des Steinmetzes besser, als wenn man hier diese langfristigen Sachen baut. Die natürlich auch noch viel mehr kosten. So, fertig. Normalerweise macht man diesen ersten Angriff da oben. Die erste Schlacht für Sparta. Das macht keinen Sinn. Weil ich dann verliere auf Legendär. Verbessert eine Siedlung. So, haltet die Kontrolle über eine Provinz entweder durch direkten Besitz oder Vasallen und militärischen Verbündeten. Unterhaltet mindestens 12 Einheiten. Und verkündet einen königlichen Erlass, also schließt eine Forschung ab. Na, lauf. Kein Gott steht euch zur Seite, wir haben also keine Boni. Kämpfen gegen Arkas. Übrigens, Gebiet auskundschaften lädt inzwischen viel schneller als früher. Finde ich auch ganz gut, ist mir mal zwischendurch aufgefallen. Und dann führen wir einfach das Gefecht. Die Helden muss man übrigens nicht so wie in Warhammer sehen. Sie sind zwar auch sehr mächtig und ihre Moral ist sehr wichtig für die Armee, aber sie haben halt nicht ganz so viele Fähigkeiten. Also
Also du kannst einige Fähigkeiten schon dazu lernen, aber es ist halt nicht so, du hast in Warhammer einen sehr freien, sag ich mal, Skillbaum gehabt. Hier ist das so ein bisschen anders, das werden wir nachher noch zeigen. Naja, ich habe keine Taktikkarte, weil ich auf Legendär spiele. Da sehen wir übrigens den Waffenswitch. Und ihr seid schnell und leicht und könnt dementsprechend euch um die Leute rumbewegen. Das Ganze gruppieren wir mal eben. Und dann bewegen wir unsere Armee mal nach vorne. Da fällt mir gerade ein, ist ja gar kein Steam. Ich wollte gerade einen Screenshot machen. Feind ist übrigens auf einem hohen Hügel, ist schlecht. Anstürmen auf einem Hügel ist immer kacke. Haben wir jetzt übrigens auch die tollen Informationen hier dran, was die unterschiedlichen Leisten bedeuten, in diesem kleinen Kästchen, was an den Einheiten dranhängt. Einheiten Gesundheit, Moral, Ausdauer, Munition, Fahrzeuggesundheit, Statuseffekte. Und man kann auch alles Mögliche fest reinziehen oder halt ausblenden lassen. Wie zum Beispiel, nimm das Heldenporträt raus oder diese ganzen Einheitenstatistiken. Reicht auch, wenn wir die hier so sehen. Das ist die Bannerbeschreibung, die rausnehmen. Einheiten-Tooltip-Effekte. Was auch immer das ist. Man kann viel ausblenden, aber nicht das Icon, was für eine Einheit das ist. Und die HP-Leiste bleibt immer eingeblendet. Ziel wird zum Kampf gegen den Verhöhnenden gezwungen. Da sehen wir übrigens, dass sie gerade versteckt sind. Schilder auf dem Rücken. Euer Held wird angegriffen. Ja, das war meine Absicht. Gibt übrigens keine Duelle, wie man sie von Three Kingdoms kennt. Ach so, der gilt nicht als Held. Komisch. Ah!
ja, immer noch wichtig. Blocken, flankieren, schön in den Rücken rein, damit die Moral fällt vom Feind. Nur diesmal ist es halt, ne, wir sind halt in Griechenland, die Zeit ist halt schlecht für viel Kavallerie. Es gibt Kavallerieeinheiten und Streitwagen. Streitwagen sind wirklich sehr mächtige Einheiten. Ich habe mir das mal angeguckt in einem Custom Battle. Aber halt auch teuer. Da sehen wir übrigens, dass sie nur fliehen. Die hier sind komplett gebrochen. Und ist auch besser mit leichten Einheiten, sag ich mal, so einer Plänkler-Einheit hinterher zu rennen, weil die einfach fitter sind. Als wenn du da in der schweren Rüstung den hinterherläufst. Ist halt nicht ganz so geil. Der Sieg ist zum Greifen nah. Alle Helden haben übrigens sowas in der Art wie eine Spezialfähigkeit. Wie hier Aristee. Die muss die aber. Du musst halt Aristee-Punkte sammeln. Das ist hier oben in dem Bereich. Wenn das gefüllt ist, kann er halt seine Spezialfähigkeit machen. How did you even get this far? This idle banter just delays your death. Sieg. Ach, Gott sei Dank nicht verkackt. Hab die Schlacht schon mal verkackt. Können unsere Schatzkammer jetzt auffüllen. Oder Blut vergießen für die Moral für zwei Runden. Oder Einheiten auffüllen. Aber ich generiere mal Nahrung, was es natürlich auch ein bisschen merkwürdig ist. Nimm vielleicht die Vorräte der feindlichen Armee. Ich werde nicht die feindlichen Soldaten essen. So, entscheidender Sieg gegen die errungen. Menelaus of Sparta. Nimm noch ein paar Speerkämpfer mit rein. So, jetzt sehen wir nämlich die Fertigkeitsgeschichte. Wir haben Ausrüstung, also drei Sachen, Handwaffe, Reiter, Gefährt, Schild, die er tragen kann. Und fünf Anhänger. Also Anhänger sind wirklich nicht wie bei Three Kingdoms, dass irgendwelche Leute mitlaufen, sondern es sind wirklich ja, Artefakte, die er trägt, die halt gewisse Effekte haben. Und bei den Fertigkeiten ist es jetzt so, du hast 14 Stufen, also auf Rang 14 ist er so gesehen mit allen Dingern durch und du musst dich entscheiden immer für eine Richtung. Farblich ist das alles auch noch so eingestellt, dass jede Farbe für was Bestimmtes gilt, wie zum Beispiel Rot ist jetzt eine Kampffertigkeit oder du hast halt Blau, nee Moment, doch Blau ist für die Kampagne, Grün ist für Einheitenverstärkungen und persönlich Fertigkeiten, die die Werte des Helden im Kampf persönlich verbessern. Ja, ist halt gelb, ne? Und du musst halt jetzt hier entscheiden, willst du jetzt grauendes Ares haben als Fähigkeit oder grobe Tätigkeit. Das macht dieses ganze Skillsystem ein wenig simpler und einfacher, finde ich. Hätte ich nicht gebraucht, ist jetzt einfach in dem Titel so. Visiert eine einzelne feindliche Einheit an, kann die Moral reduzieren und die Ausdauer um 15%. Grobe Tätigkeit. Plus 60% rüstungsdurchdringender Schaden. So, wählst du das aus, ist das andere gesperrt. Kannst dann hier noch zwei Spezialisierungen mit reinmachen. Kostet dich aber auch ein weiterer Fertigkeitspunkt. Bis wie viel Level man
einen Helden upgraden kann, kann ich zurzeit noch nicht sagen. Ich habe noch nicht das Maximallevel erreicht mit Helden. Wir werden es aber sehen. So, aber so viel zum ersten Part von Total War Troy. Oder Troja, wenn ihr es eindeutschen wollt. Aber die Mühe macht sich Kreativ Assembly zurzeit nicht mehr. Haben unsere 12 Einheiten, Nahrung und Bronze kommt rein. Er baut ein Gebäude. Und die dämlichen, adligen, spartanischen Prätendenten haben jetzt Ethis eingenommen, was ich ja gegründet habe, weil da noch keine Garnison drin war. Garnison gibt es auch wieder in den Städten. So, aber an der Stelle machen wir den Break, bevor wir Ethis zurückerobern. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüle, euer Imperator.